hier als Vertreterin des hessischen Films. Haben Sie denn schon Brücken bauen können? Ich baue beständig Brücken. Das ist eine meiner Aufgaben. Hier baue ich die Brücke mit den Hessen Talents, die morgen im Filmmarkt vorgeführt werden. Die Filme, 18 Filme aus 4 verschiedenen Hochschulen in Hessen. Und heute bauen wir Brücken, lassen wir Brücken bauen über den Empfang der Filmhochschulen, über 4 Pitches und 4 Screenings. Filmemacher und Filmemacherinnen, die sich selber persönlich nochmal vorstellen. Jetzt sind die Hessen nicht eigentliches Thema hier, es sind andere Hochschulen, die sich präsentieren. Wie kann die HFMA, die Hessische Film- und Medienakademie, sich in den Vordergrund stellen? Es geht nicht immer um den Vordergrund, es geht um die Vernetzung. Und dafür ist das hier eine super Gelegenheit, weil sich die Hochschulen auch untereinander kennenlernen, die Leute miteinander etwas vereinbaren können, sehen können, wo stehen wir im Vergleich zum Bundesdurchschnitt. Aber da tun Sie ja was, um Beachtung zu finden, oder? Naja, das tun wir dadurch, dass wir hier da sind, dass wir gleichberechtigt Seite an Seite mit den anderen Filmhochschulen stehen und uns präsentieren, wir aus Hessen. Sind Sie denn glücklich hier mit der Präsentation der Hessen? Gibt es Verbesserungsbedarf? Nö, also ich bin erstmal sehr glücklich. Wir haben genauso einen Stand wie alle anderen, wir sind genauso im Programm aufgenommen wie alle anderen, wir pitchen, wir screenen, wir haben die Möglichkeit, uns hier den ganzen Tag zu bewegen, die Produzenten, Redakteure, Verleiher kennenzulernen, die hier sind. Also ich bin glücklich mit der Präsenz hier. Ja. Letzte Frage, was glauben Sie, kommt hier raus? Das entscheidet ein Stück weit natürlich auch jeder selber, wie er sich bewegt. Also wie jeder Filmemacher sich bewegt, welche Chancen er ergreift, Kontakte zu knüpfen, wie präzise er sein Anliegen formulieren kann. Da gibt es keinen Durchschnitt für. Das liegt ein Stück weit im Marketing jeder einzelnen Person. Okay, vielen Dank. Gerne.